Ich habe hier ein paar schöne Stücke Kachelfleisch vom Schwein, vom Schwäbisch-Hellischen. Aus denen mache ich heute ein Piccata Milanese, also ein Schnitzel auf Mailänder Art. Das ist paniert mit einer Parmesan-Eihülle. Dazu gibt es dann Spaghetti mit Tomatensauce. Kachelfleisch ist der Deckel vom Schlossknochen, manchmal auch deswegen Deckelchen genannt. Und das Fett, das auf der einen Seite zu sehen ist, ist ganz charakteristisch, wenn es so strahlenförmig ist. Und viele Metzger verwenden das Fleisch überhaupt nicht für Fleisch, sondern machen es in die Wurst, obwohl dieses Fleisch einfach grandios schmeckt. Auf der anderen Seite ist viel weniger Fett. Und interessant ist aber auch, dass dieses Fett sehr, sehr fest ist. Das heißt, ich muss das überhaupt nicht wegmachen, sondern das ist so typisches Fett, das beim Anbraten richtig schön knackig wird und deswegen auch richtig genial schmeckt. Karrefleisch sieht nicht immer so toll und gleichförmig aus wie das hier. Also das ist eigentlich hier ein perfektes Stück, auch das da hinten. Das ist eher so typisch, dass es eben so unterschiedlich geformte Stücke gibt, oft auch so ein bisschen zerfleddert. Aber das spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist einfach grandios, dieses Fleisch. Und die einfachste Methode der Zubereitung ist leicht salzen, 2 Minuten von jeder Seite heiß auf den Grill, kurz liegen lassen und dann essen. Das ist gigantisch gut. Und ich finde es besser als jedes Schnitzelfleisch. Und deswegen mache ich jetzt eben heute das Piccata davon. Für die Tomatensauce nehme ich eine Handvoll feingeschnittene Schalotten. Mache ich in 2 Esslöffel Olivenöl. Die lasse ich dann ein paar Minuten anschwitzen. Dann kommt eine fein gehackte Knoblauchzehe dazu. Schwitze ich auch noch ein bisschen mit an. Und dann kommt eine Dose Tomaten rein. Im Sommer kann man natürlich auch frische Tomaten nehmen. Umrühren. Noch ein paar Minuten köcheln lassen. Da ich noch ein bisschen mehr Soße brauche, habe ich noch eine 2. Dose Tomaten dran gegeben. Und wenn die dann einmal aufgekocht sind, dann mache ich noch 1/4 Liter Hühnerbrühe dazu. Wer möchte, gießt noch einen Schluck Rotwein mit dazu. Dann mache ich den Deckel drauf. Das muss jetzt etwa um 1/3 oder sogar die Hälfte reduziert werden. Deswegen lasse ich den Deckel hinten offen, weil sonst die Soße immer so arg rumspritzt. Wenn es frischen Basilikum gibt, dann ist es eine gute Idee, den jetzt noch mit reinzumachen. Gibt dann eben nochmal ein ganz anderes tolles Aroma, aber zu der Jahreszeit, jetzt im Winter, habe ich da keinen Bock drauf. Jetzt ist etwa die Hälfte der Soße eingekocht und es blubbert auch ganz schön und spritzt durch die Gegend. Jetzt lasse ich es kurz abkühlen, dann streiche ich es durch ein Sieb. Auch das ist relativ unspektakulär. Ich gieße die Tomatensauce in dieses Sieb hier und passiere die jetzt durch, dass ich keine festen Bestandteile mehr in der Soße habe. Die Soße ist jetzt durchpassiert. Jetzt richtig schönes Tomatenkonzentrat und die werde ich jetzt aber trotzdem noch weiter einkochen lassen. Die Soße ist jetzt noch weiter eingekocht. Jetzt kommen noch die kalten Butterstückchen dazu. Am Ende noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Und das war's dann. Jetzt baue ich erstmal einen ganzen Berg Parmesan für die Parmesan-Eihülle. Dann kommen ein paar Eier dazu. Wie üblich, bitte achtet auf die 0 auf dem Ei. Ordentliche Prise Salz. Gemahlener Pfeffer. Das muss ich jetzt nur noch vermischen. Das ist jetzt durch diesen locker geriebenen Parmesan richtig fluffig. Die Schnitzel werden jetzt in Mehl gewendet und dann in dieser Parmesan-Eimischung und dann direkt in die Pfanne. Ja, dann muss man sie natürlich umdrehen. Und genau so müssen sie aussehen. Schön braune Eihülle. Und so sieht es dann fertig aus.